Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute machen wir zusammen diese niedliche Babymütze. In der Anleitung werde ich die Mütze für ein Neugeborenes machen, aber ich werde euch alle Angaben für die Größen 6 Monate und 9-12 Monate angeben. Die Mütze ist wirklich ganz einfach zu machen. Und auch für Anfänger sehr geeignet. Es wiederholt sich immer nur eine Reihe und die Arbeit geht sehr, sehr schnell voran. Am Ende machen wir noch zur Dekoration einen niedlichen Bommel. Jetzt schauen wir, was wir für unsere Mütze brauchen und können dann mit der Anleitung starten. Also für meine Mütze verwende ich eine weiche Acrylwolle, die ich mit der Häkelnadel der Stärke Nummer 3 verarbeite. Wir brauchen zudem noch eine Schere, eine Wollnadel und ein Maßband. Also das Erste, was wir jetzt tun müssen, sind Luftmaschen anschlagen. Also wir werden jetzt Luftmaschen anschlagen, die uns die Höhe der Mütze geben. In meinem Fall, wie erwähnt, mache ich die Mütze für ein Neugeborenes und brauche für die Höhe 15 cm. Wenn ihr die Mütze für ein 6 Monate altes Baby machen wollt, braucht ihr die Höhe von 17,5 cm. Wenn ihr die Mütze für ein 9 bis 12 Monate altes Baby machen wollt, müssen die Zentimeter 18,5 sein. Also mit meiner Wolle und meiner Häkelnadel, um die 15 cm zu erreichen, habe ich insgesamt 35 Luftmaschen angeschlagen. Wenn ihr eine dünnere oder dickere Wolle verarbeitet, werdet ihr Luftmaschen anschlagen, bis ihr die Zentimeter erreicht, die ihr für die Größe eurer Mütze braucht. Also wie gesagt, ich habe meine 35 Luftmaschen angeschlagen. Dann schlage ich noch eine weitere Luftmasche an. Jetzt hole ich den Faden auf die Nadel, überspringe die erste Luftmasche, steche in die nächste Luftmasche ein und mache ein halbes Stäbchen. Dazu hole ich den Faden, ziehe ihn durch, habe drei Schlingen auf der Nadel, hole den Faden und masche alle drei Schlingen gleichzeitig ab. Und das erste halbe Stäbchen ist gemacht. Ich wiederhole, Faden auf die Nadel, ich steche in die nächste freie Luftmasche ein, hole den Faden, ziehe ihn durch, drei Schlingen auf der Nadel, hole den Faden und masche alle Schlingen gleichzeitig ab. Und jetzt werden wir in jeder Luftmasche ein halbes Stäbchen machen. Also ein halbes Stäbchen in jede Luftmasche, bis wir am Ende der Luftmaschenkette angekommen sind. Wenn wir dann am Ende der Reihe angekommen sind, machen wir eine Luftmasche und wenden unsere Arbeit. Und ab jetzt werden wir immer nur ins hintere Maschenglied jeder Masche arbeiten. Also unsere Maschen haben immer zwei Maschenglieder, ein vorderes und ein hinteres. Und wir stechen immer nur ins hintere Maschenglied jeder Masche ein. Wir machen immer noch halbe Stäbchen, also hole ich den Faden auf die Nadel. Hier haben wir die Luftmasche, die überspringen wir. Hier haben wir unsere erste Masche. Wir stechen ins hintere Maschenglied ein und machen unser halbes Stäbchen. In die nächste freie Masche, ins hintere Maschenglied, das nächste halbe Stäbchen. In die nächste freie Masche, ins hintere Maschenglied, das nächste halbe Stäbchen. Wir machen jetzt ein halbes Stäbchen
ins hintere Maschenglied, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind. Wenn wir auch diese Reihe beendet haben, machen wir am Ende wieder eine Luftmasche, wenden unsere Arbeit und beginnen die nächste Reihe. Alle Reihen sind gleich. Wir holen den Faden auf die Nadel, stechen in die erste Masche ein, ins hintere Maschenglied und machen das halbe Stäbchen. In die nächste freie Masche, ins hintere Maschenglied, das halbe Stäbchen. Ein halbes Stäbchen ins hintere Maschenglied jeder Masche, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind. Wir machen dann eine Luftmasche, wenden die Arbeit, beginnen unsere nächste Reihe. Und so machen wir jetzt weiter. Also wie gesagt, wir haben ja mit der Höhe unserer Mütze begonnen. Und jetzt werden wir Reihe nach Reihe weiterarbeiten, bis wir, also wie gesagt, mache ich meine Mütze für ein Neugeborenes und brauche eine Länge von 34 cm. Wer eine Mütze für ein 6 Monate altes Baby macht, braucht eine Länge von 43 cm. Wer die Mütze für ein 9 bis 12 Monate altes Baby macht, braucht eine Länge von 47 cm. Jetzt arbeiten wir weiter und dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt Reihe nach Reihe weitergearbeitet und meine 34 cm erreicht. Dafür habe ich insgesamt 40 Reihen gemacht. Das kommt aber natürlich darauf an, was ihr für eine Wolle verwendet. Wenn ihr eine dickere Wolle verwendet, werdet ihr weniger Reihen machen müssen. Wenn ihr eine dünnere Wolle verwendet, werdet ihr ein paar Reihen mehr machen müssen. Und dann mache ich am Ende noch eine Luftmasche und jetzt falte ich mein Teil so zur Hälfte und jetzt werden wir hier diese beiden Teile zusammennähen. Ihr könnt die Nähnadel nehmen, ich werde mit der Häkelnadel weitermachen. Also steche ich in die erste Masche auf dieser Seite ein und in die erste Masche auf der gegenüberliegenden Seite und mache einfach eine Kettmasche. Ich steche in die nächste freie Masche auf dieser Seite ein, in die nächste freie Masche auf der gegenüberliegenden Seite und mache eine Kettmasche. In die nächste freie Masche auf dieser Seite, in die nächste freie Masche auf der gegenüberliegenden Seite und dann die Kettmasche. Eine ganz einfache Naht, immer nur eine Masche auf einer Seite und eine Masche auf der gegenüberliegenden und dann die Kettmasche. Und das machen wir jetzt, bis wir am Ende angekommen sind. Ich bin jetzt am Ende angekommen, mache eine Luftmasche, ziehe etwas fest, lockere die Masche und schneide diesen Faden großzügig ab. Wir ziehen zuerst einmal den Faden durch, dann holen wir uns unsere Nähnadel zur Hand, fädeln den Faden in die Nähnadel und werden hier oben jetzt dieses Teil zumachen, das ist der obere Teil der Mütze. Eine ganz einfache Arbeit, wir bleiben hier ganz oben am Rand, stechen einmal von vorne nach hinten und dann von hinten nach vorne, dann wieder von vorne nach hinten, von hinten nach vorne ein, ziehen dann wieder unsere Nadel und Faden durch, dann wieder von vorne nach hinten, von hinten nach vorne und das machen wir jetzt die ganze Runde, bis wir am Ende angekommen sind. Ich bin jetzt am anderen Ende angekommen und jetzt ziehen wir bei diesem Faden fest. Jetzt
ziehen fest und oben schließt sich unsere Mütze. Achtung, dass nicht der Faden reißt. Wir ziehen vorsichtig fest. Und damit das ganze Löchlein schön zu ist, werden wir jetzt hier noch ein paar Stiche geben. Also von einer Seite stechen wir auf die gegenüberliegende Seite ein, ziehen den Faden durch, ziehen immer etwas fest. Das machen wir zwei, dreimal. Bis sich das Löchlein ganz schließt. Wenn das Löchlein dann ganz geschlossen ist, können wir diesen Anfangsfaden nehmen und ein paar Knoten machen. Und dann die zwei Restfäden einfach kurz schneiden. Jetzt drehen wir uns die Mütze um, damit wir auch von der Naht nichts mehr sehen. Und unsere Mütze wäre auch schon fertig. Jetzt machen wir noch den Bommel für die Mütze. Dazu schneidet ihr euch ein Stück Faden, ungefähr 20 cm lang. Dann holt ihr euch den Faden oder die Farbe, mit der ihr die Bommel machen wollt. Verwendet dazu Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Wir legen den Faden so um die Finger. Und jetzt werden wir unseren Faden um die Finger wickeln. Ich mache das so ungefähr 30 Mal. Wenn ihr euren Bommel etwas dicker wollt, werdet ihr den Faden ein paar Mal mehr um eure Finger wickeln. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns wieder. Ist das gemacht, schneiden wir zuerst einmal den Faden ab. Und dann nehmen wir vorsichtig unsere Fäden von den Fingern und legen dieses Teil genau hier in der Mitte unseres Fadens auf. Dann holen wir unsere zwei Enden, versuchen, dass der Faden immer in der Mitte ist. Und machen zuerst einmal einen richtigen Knoten. Und dann ziehen wir den Faden auf dieser Seite durch die Mitte durch und auch auf der anderen Seite. Drehen unsere Arbeit, machen auch hier noch ein, zwei feste Knoten. Und jetzt holen wir uns unsere Schere zur Hand und werden hier in der Mitte unsere Fäden durchschneiden. Ist das gemacht, legen wir uns unsere Bommel so zurecht und jetzt schneiden wir, bis wir der Bommel eine schöne regelmäßige Form geben, die übrigen Fäden hier ab. Wenn unsere Bommel dann eine schöne regelmäßige Form hat, haben wir hier ja unsere zwei Fäden. Wir holen uns die Nähnadel zur Hand, fädeln diese zwei Fäden in die Nähnadel, holen uns jetzt die Mütze zur Hand und hier oben, wo wir zugenäht haben, stechen wir in die Mitte ein, ziehen dann unsere Fäden durch, drehen kurz die Mütze um. Und jetzt werden wir mit diesen beiden Fäden 3-4 Knoten machen und dann die Restfäden oder noch ein wenig vernähen
oder ich denke nach 3-4 Knoten kann das genügen, einfach abschneiden. Wenn auch die Bommel schön sitzt, ist dann unser Projekt auch fertig. Wie ihr gesehen habt, ganz einfach zu verarbeiten. Wir können den Hut in vielen verschiedenen Farben machen. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!